Heute habe ich zwei Namen. Andreas und Chris Ehrlich. Und da sitzen sie, die Ehrlich Brothers. Yay! Alles an dir ist geschrumpft. Denkst du auch gerade an 50 Shades of Grey? Gigantisch. Das ist einfach der Hammer. Einfach nur hammergeil. Hammer! Das war jetzt meine fünfte Show und es ist immer wieder toll. Ich komme wieder. Claudi! Und deine Stimme verhext. Das habt ihr super gemacht. Aber und ich heiße Claudi. Und ich bin der Kameramann. Aber der hat wirklich so eine Stimme, ey. Ja, ja. Ich bin der Kameramann. Mir wurde schon gesagt, ihr macht das Interview eigentlich immer zu eurem. Und man hat ihr crasht jedes Interview. Ich versuche trotzdem mal eine Frage zu stellen. Das Einzige, womit wir das Interview crashen können, ist, dass wir kommen ja gerade aus der Show hier in Stuttgart, wo wir nächstes Jahr wieder in der Schleierhalle sind. Geile große Show, neue Show nächstes Jahr. Komm gerade aus der Show, ich habe meine Haare verbrannt. Zeig mal, hier, so sehen die aus, wenn sie gut aussehen. Ja. Nein, in der Show sehen die ja langweilig aus. Beim letzten Trick, ihr kennt das vielleicht, wo sich die schwebende Rose in eine echte Rose verwandelt. Heute wieder zu nah an meinen Haaren gemacht. Und heute haben sich schlechte Haare in schöne verwandelt. Und mein Haarspray hat als Brandbeschleuniger fungiert. Aber seht ihr, so. Jetzt habt ihr schon das Interview gecrashed, weil ich wollte ganz anders einsteigen. Du hast uns die Steilvorlage gegeben. So, ich habe gehört, ihr crasht gerne in Interviews. Und dann musste ich natürlich auch erzählen, dass mir meine Haare heute... Aber dann bleiben wir dabei. Wir sind nämlich Backstage. Wie gesagt, ihr müsst gleich wieder auf die Show in der Porsche Arena. Sind wir Faszination, seid ihr am Start? Ich frage mich, ihr müsst doch gerade so viel Adrenalin haben. Wie geht's einem, wenn man von so einer Show direkt hier in so ein Interview geht? Je mehr Adrenalin, desto höher die Chance, dass wir ein Interview crashen. Also, es war erstmal eine mega geile Show hier in Stuttgart. In Stuttgart ist die Stimmung eigentlich jedes Mal total geil. Mega. Woran also liegt's? Bei meinem Bruder nicht so, aber bei mir und bei den Leuten. Ich weiß nicht, warum es oder woran es genau liegt. Ich freue mich jedes Mal, wenn wir in Stuttgart sind. Die Stimmung ist eigentlich so gut, dass wir uns ja letztes Mal entschieden haben, hier drei Shows zu produzieren, also fürs Fernsehen richtig, weil wir gesagt haben, da sind die Leute von sich aus einfach schon so gut drauf. Was ich total abgefahren finde, bei euren Shows sitzen ja wirklich Kinder bis zum Greis. Wie erklärt ihr euch das? Und wie schafft ihr das, alle unter einen Hut zu bringen? Weil man muss doch für einen Erwachsenen und älteren Menschen anders zaubern als für ein Kind. Ja, wir teilen uns das auf. Also er zaubert für die alten Greise und ich für die jungen Hüpfer. Ja, ich lasse ihn in seiner Welt. Ich war die ganze Zeit schon, frage mich schon, was hier unter diesem dreieckigen Volumenkörper ist. Das ist. Also Leute, habt ihr schon mal so einen Mikrofonaufsatz gesehen? Also ja, da müsst ihr mal einschalten. Hier, ne? Regio TV. Bruder, pass auf, wenn du darfst das in eine Kamera zeigen, dann musst du hier in das Mikrofon sprechen. Achso, ich dachte gerade, versucht, hier reinzusprechen. Ja, mein Name ist Andreas Ehrlich. Du musst mich jetzt raushalten, Kameramann. Mein Name ist Andreas Ehrlich und ich bin so doof, das glaubt ihr gar nicht. Zum Glück habe ich mein... So, jetzt mal eine ernste Antwort zu einer ganz wunderbaren Frage von Claudi. Wusstet ihr, dass wir eine Gemeinsamkeit haben? Welche? Wir sind alle in Herford geboren. Nein! Ja! Sie ist in den Go-Park früher gegangen. Nein! Und sie ist da nur geboren, ja. Bruder. Sie ist dann gleich irgendwie mit dem ersten Freund, mit 3 Jahren ist sie schon hier nach Stuttgart gezogen, hat Kinder gekriegt. Ich vielleicht auf der Diskotheken, Tanzfläche. So bist du im Kreiskrankenhaus, im Klinikum Herford geboren? So steht das im Perso. So sieht's aus. Wie bei uns. Ist das nicht schön? Wie könntet ihr das Stuttgarter erklären, woher Herford ist? Wir sagen immer, da wo die Ehrlich Brothers herkommen. Ja, und ich sage auch immer, da wo Claudi geboren ist.
Erfurt halt. Sehr schön. Christian, wir haben schon über deine Haare gesprochen. Ja, wir kommen nochmal zurück. Aber du kannst sie wieder nicht richtig beantworten. Mit meinem höchstpersönlichen privaten Namen, Christian. Ja, Chris. Was ist denn Claudia? Auf was legst du mehr Wert? Auf deine Haare oder deinen Bruder? Also, Haare oder mein Bruder? Auf die Haare. Auf die Haare seines Bruders. Ja. Nee, dann lege ich da. Ja, man, diesen Feuereffekt, gerade aus der Show, den kann ich noch in viel größer machen, gleich in der Garderobe. Ich habe so einen Flammenwerfer. Deinen Haaren aus. Ja, das habe ich ja eben schon. Aber ist es jetzt ein Stress für dich, dass die angebrannt sind? Also ist das, weil du bist ich finde es nicht so geil, weil in einem Monat ist ja unsere Stadionshow in Düsseldorf. Und da habe ich eigentlich, ich war gerade ungelogen vor 3 Tagen beim Friseur. Nein. Doch. Und ich habe extra gesagt, mach nicht zu kurz, weil in einem Monat müsste geil aussehen. Man hat ja sonst so ein Intervall, so ich gehe eigentlich nur einmal im halben Jahr oder so zum Friseur. Ich bin da eigentlich sehr uneitel, aber vor wichtigen Terminen gehe ich dann so zum Friseur und sage, also schneid fast gar nichts ab, weil lang finde ich es immer ein bisschen cooler als kurz. Das nennt man uneitel, wenn man zum Friseur geht und sagt, du, hier 2 Millimeter bitte, hier noch, nee, hier nicht ganz so viel. Und ich finde, der Pyro-Effekt hat das heute mal wieder wunderbar, so wie der Zufall halt spielt, einfach mal glatt gemacht. Und Eitelkeit, das ist Präzision, Bruder. Letzte Frage dazu, habt ihr das übergangen in der Show, als es gerade passiert ist? Das war der Schlusseffekt. Ah, aber also das hat keiner mitbekommen mehr. Also ihr seid runter von der Bühne und... Also die Haare haben ein bisschen gebrannt. Also insofern, glaube ich, wird es schon ein paar Leute gesehen haben, die gesehen haben, was macht er mit seinen brennenden Haaren? Also, weißt du, wie wenn so eine Hummel einem vorm Gesicht rumfliegt? Okay. Es stinkt auch. Ja, nee, ich kenne das. Aber ich möchte in die Werbung abgeben. Ich möchte in die Werbung abgeben. Tschüss, bis gleich. Und jetzt sind wir wieder zurück mit Yeah! Ihr geht mit eurer neuen Show Dream and Fly auf Tour. Ich habe mich gefragt, es soll ja noch spektakulärer, noch krasser werden. Es wird. Aber ist es nicht wahnsinnig? Ich meine, ihr seid ja sowieso jetzt schon so krass. Wie kann man denn noch krasser werden? Wie geht es? Na, wir sind jetzt unterwegs mit 12 LKW und wir haben in den letzten 3 Jahren einfach so viel gebaut und angefertigt. Also wir kommen bei Dream and Fly auf gut 20 LKW und wir werden einen Lamborghini schweben lassen. Wir werden mit einem Helikopter aus der Luft erscheinen und im Saal landen. Also wir haben einfach jetzt viel gebaut, auf das wir uns auch wirklich megamäßig freuen. Also Dream and Fly wird einfach eine coole Show. Ja, und ihr habt eine Liveband, ne? Ja, die Liveband ist auch mit dabei. Also da ist sehr, sehr viel Herzblut reingeflossen. Und jetzt, wo fast alle Techniker ganz viele Textpassagen von der alten Show mitsprechen können, wird es auch Zeit für eine neue geile Show. Aber setzt euch das nicht wirklich unter Druck, jedes Mal sich wieder zu toppen? Also wenn wir jetzt heute damit anfangen müssten, irgendwie in 4 Monaten eine komplett neue Show auf die Beine zu stellen, dann wäre das ein Druck, dem wir auch gar nicht standhalten können. Mhm. Das geht nicht. Aber wir haben wirklich, wie Andreas das gerade gesagt hat, seit 3 Jahren eigentlich mit Beginn von Faszination, damit waren wir jetzt 3 Jahre auf Tour, haben wir sofort angefangen, die nächsten neuen Illusionen zu entwickeln. Da sind echt ein paar ein bisschen geiler Scheiß ist dabei. Auch Sachen, die man noch nie gesehen hat vorher? Definitiv. Okay. Dream and Fly bedeutet, der Zuschauer träumt und fliegt oder ihr? Oder wir alle zusammen? Beide, ja. Also in dem fliegenden Lamborghini wird ein Zuschauer, den wir per Zufall auswählen, auch mitfliegen. Ja. Ach, kann er auch Nein sagen, wenn er Angst hat? Er muss auf jeden Fall lenken können. Ja, und wenn er einen Führerschein hat, dann muss auch Voraussetzung sein. Super. Das war ein sehr witziges, schnelles Interview. Ja, mit Claudi. Eine Frage habe ich noch. Ja. Ich weiß nicht, ob es geht. Könntet ihr einen kleinen Trick zum Schluss, irgendeine kleine Illusion, so spontan mit irgendwas machen? Wir können was machen, aber das tut weh. Dein Bruder? Nee, dir. Mir? Ja, ja. Pass auf. Ich dachte, ihr seid lieb. Pass auf, ich sag's dir ganz schnell und dann machen wir's schon, okay? Okay. Wir zaubern nicht weg. Ja. 3, was? 2, 1. Da! Weg. Ja. Ja. Wie moderieren wir jetzt ab? Wir moderieren jetzt, glaube ich, mit Claudis Stimme ab. Wir probieren das mal. Was ja. war diese Sendung? Du hast das Prinzip nicht verstanden. Zweite Chance. Also das war wirklich das schönste Interview, was ich jemals hatte. Claudi sieht fantastisch aus. Wir würden gerne noch länger reden, aber wir müssen jetzt wieder auf die Bühne zur nächsten Show und freuen uns, wenn wir uns auf irgendeiner Tour in irgendeiner Halle sehen. Tschüss.